Herzlich willkommen zurück zu Life is Strange Before the Storm. Im letzten Part haben wir versucht, Rachel ein bisschen zu trösten. Ich glaube, das hat auch funktioniert. Und jetzt sind wir wieder in einem Traum von William. Und er will von uns wissen, was William Shakespeare gesagt hat. Versteht ihr? Shakespeare. Der alte Biershaker, ne? Aber Gras hat er geraucht, das weiß ich. Die Welt ist eine Bühne voller Drama. Na, die Welt ist eine Bühne, finde ich einen geileren Spruch. Something about the whole world being a stage. So... Might as well act the fuck out of it. Nailed it. But I don't want to be an actor. I just want to be myself. Give me a break. Well, maybe there's a reason we pretend. Maybe the lies we tell each other are less horrible than the truths we keep hidden. Wow. That's pretty dark, Dad. Where do you think you get it from? There's my cue. Dad? Relax, sweetie. It's all pretend, right? Right. Just a bit of stage magic. Floodlights, sound effects. Chloe. Look at me. Look at me, sweetheart. It's going to be okay. Mir fällt erst jetzt auf, dass Chloe voll kleine Titten hat. Kannst du dir mal einen Push-Up-BH dran machen oder so? Ja, tut mir leid, Chloe. Du solltest mal zu einem Therapeuten dieses Trauma bekämpfen. Was? War eine gute Show. Jemand ist verwarnt worden. Ist doch geil. Sowas will doch jeder sehen. Die Menschheit will Blut sehen. Die Menschheit ist böse und gemein. Sie will Blut und Elend sehen, auch wenn es keiner offen zugibt. Ist so. Hat seinen Grund, warum Ego-Shooter beliebter sind als Strategiespiele. Oder Simulatoren oder sowas. Die Menschheit liebt Blut, Gewalt und Sex. Mehr nicht. Wait. What the shit? Has someone been going through my room? Doesn't seem like Mom. She wouldn't leave a mess like this. Wer könnte das gewesen sein? Wait. David? That motherfucker. Whatever. I don't have time for this shit. I've gotta help Rachel. Okay. I saw Sarah leaving Frank's RV. He might know how to find her. He might also be totally pissed about Damon's money. I've got to get this exactly right. Wir haben doch Damons Geld. Können wir ihn nicht anrufen und ihm das Geld einfach geben? Oh, Frank. Eager much? Where's the money? Ich hab's, du kriegst es. Ich hab's im Griff. Jeez, would you relax? I have it with me, okay? I'm coming to get it right now. I have a favor to ask you. You can't be fucking serious. I need to find that woman from yesterday. Sarah. Frank? What the hell for? Something important. Can you help? Ich helfe einer Freundin, es würde mir sehr viel bedeuten. Ich glaube nicht, dass er auf unsere Gefühle viel gibt. I'm trying to help a friend. It would mean a whole lot to her. The girl with you at the mill? Yeah. Me in the junkyard in 2 hours. And bring the fucking money. Sweet. Thanks, man. You're a real. That went well, I guess. What am I getting myself into? Mir fällt auch ein, dass wir dem Damon das Geld direkt hätten geben können, als der diesen Typen verprügelt hat. Dann wäre es vielleicht nochmal einen Tick besser gewesen. Ich habe das Spiel ja für mich selber gespielt. Oh, Rachel schreibt uns. Danke, dass du gestern Abend für mich da warst. Mir geht es viel besser. Rate mal. Du hast es drauf.
Na klar. Treffen uns in 2 Stunden mit Frank auf dem Schrottplatz. Ich denke, er kann uns mit Sarah zusammenbringen. Heilige Scheiße. Yep, ich bin noch zu Hause duschen, Werkzeuge für den Truck einsammeln. Also treffen uns am Schrottplatz. Ich werde dort sein. Du bist unglaublich, Chloe Price. Ja. Okay. I've got 2 hours to kill. A shower would be fucking amazing. Ich weiß, aber nur wenn ich zusehen darf. Hm? Ich muss auch gucken, ob deine Titten wirklich so klein sind, wie sie da aussehen. Das ist doch nie im Leben mehr als B- oder A-Größe. Da muss noch was gehen. Gucken wir uns mal ein bisschen um. I'm about to rack up a lot more absences. Ja, ja. Alles schwer. Klassenfoto. Globus. Gucken wir mal am Computer. Sarah Gerhardt. Okay, sie hat den mal gegoogelt. Fischerpreis. Okay, es gibt nur einen einzigen Eintrag. Das ist ziemlich wenig. What? Okay. Nice to see my work is appreciated. Deshalb brauchen Mädchen also immer ewig auf dem Klo. Respekt, sagt Trevor. Taylor sagt, niemand hat dich gefragt, Trevor. Burn. Wow, Chloe, das war stilvoll. Ist erstaunlich, dass sie keine Anzeige wegen Sachbeschädigung dafür kriegt. Nathan almost pissed himself. Okay. Das Theaterstück. Thou art an idiot. Der wahre Star war Neuling Chloe Price. Okay. Interessant. Hang in there, Skip. Ah, stimmt. Der Sänger von Pisshead, ja, ja. Das kriegst du schon irgendwie hin. Den haben wir zwar nicht gut behandelt. Gute Frage. Aber, ja, den Rest brauchen wir. Das Wäsche, komm. Huh? Mom usually does my laundry when she gets sick of me not doing my laundry. Maybe she believed me for once about never coming back home. Weiß man nicht. Gießen, na komm, gießen wir mal diese Pflanze da. Muss ja nicht sein, dass wir die so vertrocknen lassen, obwohl es vielleicht schon zu spät ist. Better than nothing. Nicht mit Limo oder mit Bier, mit Wasser. Du duschst dich ja auch nicht mit Limonade oder so, oder? Du duschst dich ja auch mit Wasser. Warum kannst du das deinen Pflanzen nicht geben? Papas Jacke, okay. Dad's favorite jacket. Definitely taking that if Rachel and I ever leave. Würde ich mir gut überlegen. Du könntest sie verlieren. Das wäre nicht so schön. Und hoffentlich kann ich ihr auch mal was... Mom playing music? Können wir später überprüfen. Victoria, okay. Ich hatte am Anfang recht. Rachel Amber ist ein bösartiges Miststück. Oh ja, das ist sie absolut. Du hältst dich jetzt wohl für ihren Kumpel. Ja. Yep. Du hast jede einzelne Teil des Stücks perfekt ausgesagt. Wie kann das sein? Du hast das geplant, nicht wahr? Oh nein, du hast es rausgekriegt. Ich habe diese Schule so stark. Niemand hat sich für einen Scheiß für mich interessiert. Alles dreht sich um Rachel, Rachel, Rachel. Ich weiß nicht, warum ich dir das erzähle. Denn jetzt bist du allein, bereust es, dass du so ein Miststück zu mir warst. Wirk, das ist nicht wahr. Wie kannst du es wagen? Ja, tut mir leid, stimmt. Narzissten brauchen Bestätigung. Und so ein mieses Stück wie Victoria erst recht. Ist das David's Towel? Where the hell is mine? Müssen wir es jetzt auch noch suchen oder was? Okay. My towel's probably in here some. Nein, da ist es nicht. No awesome pirate towel. David's Handtuch willst du nicht nehmen. Ein E-Rasierer, ne? Seeing so much of David's shit around here. Ja, ich kann's verstehen, aber jetzt müssen wir dieses blöde Handtuch finden oder sonst irgendwas. Score. Hey, da ist es ja schon. Plus der ganze andere Krempel. Can't believe Max and I were so under the shit when we were kids. Gefällt auch. Captain Bluebeard's hair dye. Max was going to make me a pirate, but we never got around to it. Ja, färb dir die Haare, los! Ready for the best shower of my life. Hot water. Don't let me down. Und jetzt haben sie das warme Wasser abgestellt. Weil ja beim Militär wahrscheinlich auch nur kalt geduscht wird.
Mir fällt auch erst jetzt auf, dass diese Piratengeschichte für Mädels auch sehr schön ist. Also normalerweise ist das ja Cowboys, Piraten, das ist ja eher so ein Jungsding. Aber die beiden, die fuhren da wirklich als Mädels drauf ab. Das ist mal cool. Keine, die Prinzessin werden wollen, sondern Frauen, die Piraten werden wollen. Das ist doch mal geil. Na, natürlich darf ich nichts wirklich sehen, ist ja klar. Nur sehr hübsche, rasierte Beine. Okay, noch einen hübschen Oberkörper. Wer wäscht sich denn mit Kernseife? Hast du kein Duschgel von Balea oder sowas? Ja, dusch dich, Chloe. Du musst eine Menge Dreck entfernen. Menno, hätte hier ruhig eine ab 18 Version reinbauen können. Aber gut, die gute ist ja auch erst 16, 15, keine Ahnung. Wäre vielleicht nicht ganz angebracht. Ja, das ist der richtige Weg. Eine blaue Strähne. Die Chloe, wie wir sie in Life is Strange 1 kennen. So, was ziehen wir an? Ach nee, du kannst ruhig so rumlaufen. Sowas von deiner Mutter anziehen oder was? Wenn ich die Sachen von meinem Vater hätte anziehen wollen, wäre ich in Schwierigkeiten gekommen. Der trägt nämlich die Sachen viel zu groß für mich. Williams Kleidung, okay. Zieh dich jetzt bitte nicht an wie ein Mann. Oh je. Muss ich das bestimmen? Ja. Totenkopf, Bonusoutfits, Drache. Probieren wir das mal mit dem Drachen. Wow. Wow. Ich würde aber gerne noch wissen, was es sonst noch gibt. Gibt es noch irgendwie ein bisschen mehr Outlaw-mäßig? Totenkopf vielleicht? Okay. Das ist doch die Kleidung, die Max getragen hat. Für eine kurze Zeit. Erinnert mich ein bisschen zu sehr an sie. Ich hätte gern was Ausgefalleneres. Muss ich wohl doch auf die Bonus-Outfits gucken. Das sind wahrscheinlich die gleichen wie... Nee, den Klassiker nicht nochmal... Die gefallen mir aber auch nicht. Was ist denn dieses Punk-Door nochmal? Das hätte ich gerne mal nochmal angezogen, bitteschön. Ja, ich nehme das. Alright. Wegen dem Minirock. One last thing. I need to get Dad's tools so I can fix that truck. Okay, dann. Toolbox should be in the garage downstairs. Ja, falls es der David nicht weggeräumt hat, weil er ja seinen eigenen geilen Kasten hat. So, ab nach unten. Here goes. What are the chances I can avoid Mom or David? Ich fürchte eher schlecht. Vielleicht stellen sie uns jetzt auch nochmal zur Rede. Würde ich zumindest so machen, wenn meine Tochter einfach wegbleibt. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. I'm flipping them over. Oh je, er lernt kochen. I told you 3 minutes each side. They're gonna burn. Oh, you're the expert now. I can't stand it. I'm telling you, it'll make a mess. Dafür sind wir Männer in der Küche da. Mach das lieber alleine, lieben Frauen. Wir Männer, wir machen in der Küche halt nur Dreck. No, you don't have to make me breakfast. I'd settle for flowers. You cook all the time. I want you to have a break at home. You are one class act, David Madsen. Bitte treibt's jetzt nicht auch noch. Mom actually looks. Aber ich muss gleich kotzen. Right now. Nein, nicht treiben. Nein, nein, nein. Und auch nicht tanzen, bitte. Das ist peinlich. Ich tue mir das doch nicht freiwillig länger an. Mir ist gerade echt schlecht und das liegt nicht an meinen Magenproblemen. Hey. Chloe, your hair.
When did you... Was this for the play? I heard you performed last night. Nope. I mean... I did. But this is... is something different. None of that matters now. Oh, I am so glad to see you. Good to see you, Chloe. Coming home was a smart decision. Kommt mir nicht wie zu Hause vor, ich bleib nicht lang. Och Mann, oh. Müssen wir jetzt wieder Öl ins Feuer gießen? Ich hätte ehrlich gesagt keinen Bock auf Streit. Kommt mir nicht wie zu Hause vor, ist dann auch besser. Es wäre dumm zu sagen, dass wir nicht lange bleiben. Sie könnten uns ja die Bullen auf den Hals schicken oder sowas. Sure doesn't seem like home. There's someone else's shit all ja, das ist okay. Mit dieser Antwort bin ich zufrieden. Hätte ich auch gesagt hier. Well, we've always talked about needing a bigger bathroom, haven't we? Ja. Scheint groß genug für euch zwei. Tut mir leid, vergiss es. Vergessen wir es. Ich will es nicht länger verfolgen. Sorry, Mom. Just forget I said anything. Ist jetzt wurscht. Not staying long, anyway. Just here to pick up something. Are you coming home tonight? Mom, I don't know. Das hätte sie nicht sagen sollen. Tell me what you're up to. Mit Rachel rumhängen, mach dir deswegen keine Gedanken. Ich glaube, sie hält diese Rachel auch für ganz gut, dann sagen wir das mal jetzt ruhig. I'm just hanging out with Rachel. Oh, how is Rachel? I was telling David about the play and you being in it. I really gotta go. Listen, wait. Before you go, David has something to say to you. Was denn? It won't take but a minute. Ja, ist in Ordnung. Er soll's ruhig sagen. Hoffentlich jetzt nicht, dass er sie heiratet oder sowas. Das würde jetzt noch fehlen. Irgendwas Harmloses. Einfach nur, keine Ahnung, färbt dein ganzes Haar. Irgendwas Harmloses. Jetzt nichts Kontroverses. Ich denke, das ist die beste Idee. Du hast bereits versprochen. Na toll, dann kannst du es. Chloe, ich habe ein Agreement mit deiner Mutter gemacht, um dich zu vertrauen. Von jetzt an. Really? What does that mean? It means that from today forward, I'm going to take you at your word. Ja, und? So, if you say you haven't been smoking or drinking, then I'll just leave you be. Even though she had pot yesterday. David, the idea is you should feel comfortable here, Chloe. David's not going to question you, and neither am I. Lügner hat mein Zimmer durchsucht. Genialer Plan, Leute. Wir haben keine Beweise dafür, dass das Zimmer durchsucht hat. Deswegen sage ich das andere. Well, this sounds like it's doomed to fail. But hey, kudos for trying. Chloe. What? I really meant it. Good job. Can we be done now? Bitte ja, ich habe keine Lust mehr. Wait, one second. Don't go, Chloe. Ja, was ist denn noch? Mann, ich hasse das, wenn ich mal... Ich will noch was. Meaning to show you something. Maybe... Maybe now's a good time. Oh je, was könnte das wohl sein? This is my friend Phil Becker. We served in the same unit. Two tours. Becker was killed near the end of our deployment. Roadside IED. We used to joke about all the trouble we were gonna get into once we got back home. But he died. He died, and I didn't. And I think about that fact every damn day. Tut mir leid um deinen Freund. The point is,
I've had my share of grief. I know what you're going through. So I guess what I'm saying is, I'm here to do whatever I can to help you get over the loss of your dad. Ja, der David ist kein schlechter Mensch. Das wissen wir auch aus dem ersten Teil. Aber das kann Chloe jetzt ja noch nicht wissen. Give David a chance, won't you? Bitte nichts Freches. Kannst du einfach was Harmloses sagen? Why don't you keep this photo for a little while? Think about what I've said. Dürfen wir das wählen? Wie ihr sicherlich wisst, ist David kein schlechter Mensch. Er rettet uns ja sogar den Arsch als Max. Chloe kann nur, ja, ich verstehe es, was sie auch durchmacht. Meine Entscheidung ist hier recht klar, aber ich nutze die Gelegenheit, um den Part wieder zu beenden. Im nächsten Part seht ihr meine Entscheidung und ja, bleibt dran, es wird garantiert saugeil. Bis zum nächsten Part.